Und herzlich willkommen. Wir spielen die erste Klasse Vollstrecker im Multiplayer-Modus von Black Ops 6. Die ganze Einführung habe ich schon vor ungefähr einer halben Stunde oder so hochgeladen. Da könnt ihr das Ganze mal angucken, wie ich in den Einstellungen rumgeguckt habe, wie das Ganze funktioniert und so. Jetzt gehen wir vollkommen nur ins Gameplay rein. Und ich muss sagen, sieht gut aus. Alles klar. Das ist unser erster Tod. Oh, es ist F nicht E. Ich spam die ganze Zeit E, wir sind Irrer. Wird jetzt wahrscheinlich eh noch eine gute Mischung zwischen übelsten Schwitzern und Noobs wie mir sein. Aber mal sehen, vielleicht finden wir uns zurecht. Jetzt erstmal ein bisschen reinkommen, ein bisschen anschauen. Erwartet jetzt auf jeden Fall natürlich kein Profi-Gameplay oder so, weil das bin ich halt bei weitem nicht. Absolut überhaupt nicht. Und Call of Duty ist bei mir auch schon echt lange her. Und da bin ich ehrlich, das Ganze ist jetzt auch nicht der Anspruch, ne? Wenn ihr irgendwie professionelles Gameplay sehen wollt, wo halt nur am, ich sag mal, jede Killstreak holen ist und alles irgendwie perfekt läuft. Da gibt's genug Optionen, sag ich mal, die ihr euch anschauen könnt. Das hier ist natürlich einfach nur das Genießen und Anschauen des Ganzen. Oh, ich klettere automatisch, alles klar. Da wollte ich gar nicht machen eigentlich, aber gut, nehmen wir. Es ist noch ein bisschen weird mit dem Steuern, muss man noch ein bisschen reinkommen. Aber ist ein neues Spiel, ne? Aber müsst ihr so sehen, dann seht ihr wenigstens mal die Sicht von jemandem, der bei euch in Teams, wo ihr denkt, mein Gott, warum wir bestehen im Team, das gibt's doch gar nicht, so eine Pfeife. Bestätigt. Okay. Ist ja auch gar nicht mal so kacke, denke ich mal. Also müssen die an... Alter, hat der mich gerade maximal erschrocken. Okay, hier ist auf jeden Fall... Ja, nee, ist egal. Ich sag jetzt mal nichts dazu, sonst mache ich mich nur wieder hier scheiße. Na, siehst du, auf jeden Fall Map Awareness ist schon mal over 10.000 hier. Absolut professionell mal wieder hier. Das hat nicht gereicht, um ihn zu killen. Ich pack's nicht. Also wie gesagt, ihr könnt euch eh drauf einstellen. Am Anfang wird es ja komplett katastrophal sein, bis ich halt ein bisschen drin bin. Alles muss auf die Kette kriege. Kommt alles mit der Zeit noch. Vor allem die ganzen Maps auch noch kennenlernen und so. Das ist ja Schritt für Schritt. Was eigentlich perfekt, dann kann ich euch mich genau bei dieser ganzen, ich sag mal, Lernzeit und den ganzen Fortschritt, den könnt ihr ja dann alles nachvollziehen. Kommt irgendwie in 50 Folgen nochmal wieder, entweder ist es da genauso und ich werde irgendwie noch schlechter, oder es ist dann richtig gut. Kann auch sein, ne? Na, guck mal, wir haben unseren ersten. Na, guck mal, unseren zweiten Zweikampf gewonnen. Alter, das Ding hat mich gerade... Ey, du Arsch, ich wollte gerade was zeigen, Mr. Ghost TJ. Ich habe mich gerade voll vor dem Fußball an der Wand erschrocken da. Bin ich ehrlich. Habe ich nicht kommen sehen. Ach, war ich leider ein bisschen zu kacke. Gar kein Problem. Und sonst muss ich eigentlich noch ein bisschen auf achten, weil ich habe ja auch ein Stimpack und so. Hat der auf meine Granate geschossen? Bedrohung neutralisiert. Okay. Ich meine, ich hätte ihn natürlich ein bisschen verkackt geworfen, weil ich dachte, der wirft die halt instant. Und nicht so komisch verzögert. Aber dass der diese Bumm macht, das ist interessant. Ich denke mal, der hat die wahrscheinlich getroffen. Gehe ich mal von aus. Nicht nachlassen. Hey. Oh, leer. Nein, ich war zu kacke, um innen drauf sein. Dann kommt noch ein anderer. Ein Doppelabschuss. Ey, guck mal, siehst du, es gibt auch positive Punkte. Scheiße. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich gestorben bin. Danke. Vergeltung, das habe ich gerne. Feind platziert Sprengmine.
Okay. Safe hinter mir bestimmt gleich einer. Was war das denn? Oh, geil. Ja? Da wollte der Hecht, hat's auch verkackt. Ist ja ärgerlich. Wir gewinnen. Macht weiter so. Natürlich, die alle rumhechten. Habt ihren Scharfschützen. Leute, das ist ja ein pures Hechtfest hier. Feindliche Drohne im Anflug. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Schaden gehabt habe, ob das nur ein paar Blutflecken waren. Oh, der ist schon tot. Schade. Okay. Aufklärungspuls läuft. Benutze was ist das jetzt hier? Bitte müssen wir mal dahin. Okay, so ein Ding ist das. Alles klar. Geil. Oh, ich hatte zwei Schuss sogar. Das war ein Hitmarker. Oh, der sitzt rechts, nicht links. Da habe ich irgendwie falsch gesehen. Schade. Ja, guck mal, so extrem kacke ist es alles gar nicht. Ach, guck mal, es wird nur die Eliminierungsdings angezeigt und so. Ah, ne, unten, lol. Ich habe die Statistik selbst geguckt. Oh, den habe ich gar nicht mitbekommen. Darf man eben das? Nee. Das ist highly illegal, mein Freund. Hey. Sag mal, kriegst recht zurück hier. Alles klar, Pakete. Ciao. Ach, Matthias. Oh, die ist mal gut geflogen. Okay, der ist weg. Ey, war sogar noch ein Headshot im letzten Schuss. Das war komplett übertrieben mit zwei Magazinen, 120 Kugeln für eine Person, aber ey. Mine. Oh mein Gott. Och, Matthias. Sag mal, Meister. Das geht so nicht. Nee. Waffenstufe. Auch ein angenehmer Sound und nicht ein ich brenne die Ohren weg Sound. Das ist mich sonst immer auch ein Problem gewesen. Gerade wenn du dann mal einen guten Lauf hast. War das nicht gerade irgendwas? Okay. Das sah irgendwie komisch aus. Dann kann es mich sehr, sehr viele Sounds auf einmal geben und dann kann es echt nervig sehr werden, wenn die nicht so angenehm sind. Sicher. Scharfschütze eliminiert. Wir sind in Führung, aber bleibt wachsam. Ach nö, doch nicht in der Hütte sitzen. 16 zu 98, das ist aber schon ziemlich fairer, muss ich sagen. Krass. Okay, Stimpak geht aber auch wirklich sehr schnell. Krass. Eine Niederlage. Was für eine aber knapp. Schande. Krass. Lass uns hier verschwinden. Was für eine Schande. Lass uns hier verschwinden. Okay, dann geh halt. Oh, eine coole Kiste auf jeden Fall. Abschluss. Ja, also bei 7 sieht das Gameplay auf jeden Fall deutlich besser aus als bei mir, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht schwer, ja. Aber hey. Oh, war sogar ein Vierfach-Kill. Nice. Level 1, Level 1, Level 1. Wobei, der eigentlich gerade irgendwie Level 11 war. Das muss ein Anzeigefehler sein. Oder war der nicht höher sogar? Ach, ist doch egal, ihr wisst, was ich im Anzug gesehen. Ja, und jetzt kommen wir noch ganz kurz eben zur Menüführung selber. Sag ich gleich was zu, wenn das hier durchgetickert ist alles. Kommando Standardausrüstung. Mhm. Schnellzugriff für die XM4. Schön. Und man kann sich den Einzelbücher doch mal ganz gerne angucken.
Dann sieht das Ganze so in der Übersicht aus. Auch nicht schlecht. Schön. Oh, wir hatten sogar einmal blutrünstig. Ist mir gleich aufgefallen. Lol. Siehst du, so kacke war doch gar nicht. War doch okay. Oh, nee, Moment, stopp. Lobby raus. Aus, Lobby, raus. Hab ich jetzt drauf? Okay, geht das anscheinend nicht. Dann nicht. Ansonsten, ich sag mal so, 18 zu 19 wahrscheinlich gewesen dann. Es ist halt ein okayer Start. Also ich finde es ein okayer Start, ne? Das ist schon geil. Ich muss sagen, rein vom Waffenfeeling her war das schon angenehm. Bin gespannt, wie das Ganze wird. Ich denke mal, das werden wir jetzt erstmal auf jeden Fall eine Zeit lang machen. Bin gespannt, wie lange. Ansonsten, für euch ganz kurz die Information, was kommt eigentlich? Die Kampagne kommt komplett. Es wird einmal jeden zweiten Tag einmal mehr Spieler kommen. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Da gibt es nämlich ein besonderes System, das ich vorhabe. Und dann kommen Zombies alle anderen zweiten Tage. Also wird sich mit dem Mehrspielermodus immer abwechseln. In dem Mehrspielermodus werde ich das Ganze so machen, dass wir uns immer eine Waffe zu Herzen nehmen, diese Waffe durchpushen, bis wir sie auf maximaler, ich denke mal wahrscheinlich Skin-Stufe haben, also meistens dann auf Gold, gehe ich davon aus, dass das so sein wird. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das Ganze aussieht, ich kann noch nicht drauf gehen. Und dann gehen wir zur nächsten Waffe, dass es nicht so ein Durcheinander ist, sondern halt wirklich der Progress Stück für Stück kommt. Gleichzeitig werde ich in die Titel nichts irgendwie Baitiges reinschreiben, nichts irgendwas, was halt so ein Ding wie jetzt, ja, glaub nicht, was passiert ist oder boah, heftig oder sonst was, sondern ich gehe halt Stück für Stück durch und werde es halt wirklich, ich sag mal, sehr pragmatisch nennen. In dem Fall sagen wir mal XM4 oder sonst irgendwas 1. Ja, ich meine, ihr seht es selbst jetzt am Titel auch schon so, vielleicht bei den ersten Einzelfolgen nicht, weil ich da halt noch ein bisschen zurechtfinde, aber ansonsten wird es halt genau nach diesem Muster weiter stattfinden. Ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.